Friede sei mit dir, Cousine. Gott segne dich mit Kraft. Gesegnet bist du unter den Frauen. Gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie kommt es, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn in dem Augenblick, als ich deinen Gruß vernahm, da hüpfte das Kind in mir vor Freude. Mein Herr sei ewiglich gelobt. Und mein Geist hat frohlockt in Gott, dem Erlöser. Denn er hat den niederen Rang seiner Magd nicht verschmäht. Denn siehe, von nun an nennen mich alle Menschen gesegnet. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan. Und heilig ist sein Name. Und er erbarmt sich derer, die ihn fürchten, von Geschlecht zu Geschlecht. Mit seinem Arm zeigt er seine Macht. Er hat jene zerstreut, die in ihrem Herzen hochmütig sind. Er hat die Mächtigen vom Thron gestoßen. Und die Niedrigen dafür erhöht. Er versorgt die Hungrigen mit Gaben. Und die Reichen lässt er leer ausgehen. Er nimmt sich seines Dieners Israel an und denkt an sein Erbarmen, dass er unserem Vater Abraham und dessen Nachkommen verheißen hat, auf ewig.